Ja, also vorweggenommen haben wir hier unterm Strich verdient verloren. Osdorff hat uns in der ersten Halbzeit besonders mit den Zweikämpfen und mit ihren Emotionen den Schneid abgekauft. Dennoch war das 1-0 aus meiner Sicht ein irreguläres Tor, Abseitsposition vorausgegangen und ein Foulspiel noch. War natürlich dann unglücklich. Kurz nach der Halbzeit geht dann das Licht aus. Halbe Stunde Pause, dann kamen wir sehr gut aus dieser langen Pause raus, glaube ich. Wir haben den Gegner dann eingeschnürt, haben also auch zwei, drei sehr gute Tormöglichkeiten zum Ausgleich gehabt. Und in dieser Phase hätten wir einen Ausgleich machen müssen, um das Spiel nochmal zu drehen. Das ist uns heute nicht gelungen. Mussten dann kurz vor Schluss das 2-0 hinnehmen. Und dann stehen wir deshalb auch mit leeren Händen verdient da. Unser Trainer hat die Mannschaft darauf eingestellt. Wir wissen das, wir kennen Osdorff seit Jahren, dass hier gerade am Blomkamp, wenn das Licht angeht, hier der Teufel los ist. Es ist eine aggressive Truppe, aber wir haben halt viele Spieler, die eher über Spielerische kommen, dann diese Aggressivität halt nicht angenommen haben. Dazu kommt, dass wir auch keinen richtigen Spielrhythmus haben. Wir haben jetzt gerade mal drei Vorbereitungsspiele machen können, der Rest ist ausgefallen. Dieses eine Spiel, was Osdorff zum Beispiel letzte Woche bei Türki hatte, war sicherlich auch ein Vorteil für Osdorff. Und so kommen dann viele Dinge zusammen, die dazu führen, dass du so ein Spiel verlierst.